Gut, worum geht's? Erstmal hallo und guten Tag. Ich habe hier für uns kurz vorbereitet einen Vortrag, bei dem es darum geht, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man mit relativ wenigen finanziellen Mitteln einen einfachen Sensor selbst bauen kann und im TDN betreiben. TDN steht für The Things Network. Und da ist nicht alles von mir jetzt erfunden worden. Vieles ist im Internet recherchiert. Da gibt es ganz tolle Lösungsansätze, auch fertige Musterbeispiele, die als Open Source bereitgestellt sind. Die möchte ich jetzt hier kurz anreißen und vorstellen und anregen, dass man sich da einfach auch mal probiert, auch als Funkamateur vielleicht mal in den Teilbereich reingeht, was LoRaWAN betrifft. Und würde mich einfach freuen, wenn sich da einige wiederfinden würden, die da Lust haben, diesem Spaß zu folgen. Hier ist beispielsweise ein ganz einfacher Sensor, der vorgestellt wurde, Airtiny 84 Low Power LoRa Node. Dann haben wir hier einen weiteren Sensor, der auch vom selben letztendlich dargestellt wurde und unter dem Block zu wiederzufinden ist. Das erste, was wir hier sehen, ist einer, der hier einmal einen Baustein beheimatet, ein sogenannter RFM 95W. Das ist so ein Klassiker, den man häufig verwendet, um FSK bzw. LoRa zu machen, und der hat sich bewährt und kann man für 7 € erwerben. Und hier sieht man auch ein Tiny 84 noch ganz normal im Deal. Und hier, das ist ein kleines Breakout-Board, um Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte zu messen, und dann klar irgendwo Batteriebetrieb. Hier die ganze Sache nochmal von demselben auf der Webseite refreshed. Jetzt allerdings hier nicht mit einem Tiny 84, sondern mit einem STM32, sieht man hier. Da wird es, ich sag mal, für den einen oder anderen ein bisschen schwierig stehen, jetzt mit der Hand einzulöten. Wer jetzt einen alten Backofen hat oder vielleicht auch einen Reflow-Ofen, für den ist es kein Problem. Es gibt auch, ich kenne ein paar gut Geübte, die da wissen, wie man den einlötet. Aber jetzt als blutiger Anfänger würde ich da die Finger weglassen. Das macht nicht wirklich Spaß und ist nicht wirklich zielführend. Da kann man sich andere Dinge überlegen, damit anzufangen. Aber wie gesagt, wenn man es kann, tolle Sache. Was mich da ein bisschen davon abhält, wir haben hier 254er Raster, das kennt jeder. Hier haben wir 2 mm Raster, das ist ein bisschen ungünstig, wenn man da irgendwo das auf eine Standard-Loch-Rasterplatine oder so setzen will. Aber ansonsten super Unterlagen, man kriegt alles hier bei ihm auf der Webseite. Ich werde am Ende meiner Präsentation auch nochmal die Links darstellen. Und da kann man wirklich alles wunderbar nachlesen, runterladen, bauen. Und als nächstes habe ich hier einen Airtiny Node V2. Der kursiert momentan recht interessant hier in der IoT-User-Gruppe. Ist eine Gruppe, die hier sich ja zur Aufgabe gemacht hat, einfach so den IoT-Bereich bei uns in Deutschland so ein bisschen zusammenzuführen. Sind sehr viele Vertreter von TDN vorhanden, und auch diese Lösung, die hier ist, die ist absolut Weltklasse. Also wenn man sich das Teil mal anschaut, ich habe das mal hier in einer weiteren Folie nochmal ein bisschen größer dargestellt. Das Teil misst gerade ein paar Zentimeter. Der Chip, der hier drauf ist, ist auch wieder der berüchtigte RFM 95, und hier ist dann der Airtiny. Hier ist eine Stiftleisten-Anschlussmöglichkeit für entsprechende Sensoren. Das Teil hier ist letztendlich nur dafür da, um den Kerl da zu programmieren mit einem entsprechenden Programmer. Diode, LED, die kann man im Grunde auch weglassen, die braucht man nicht. Und dann funzt das Ding schon. Dafür gibt es auch eine entsprechende STL-Datei, um das Teil hier selbst am 3D-Drucker auszudrucken. Und wie gesagt, die Unterlagen, auch die Software ist erstklassig. Da kann man relativ schnell wirklich loslegen und einfach Spaß haben, um einfach einen Einstieg mit dem eigenen Produkt
in LoRaWAN zu finden. Da sind auch die entsprechenden Stromlaufpläne bzw. Layout vorhanden. Ist ein KiCad erstellt. KiCad ist ein kostenloses, ein Open Source Produkt, mit dem man dann, wenn man da noch Veränderungen machen muss, kann man so tun. Was hier in dem Kreis rund dargestellt ist, und das ist das Spannende an dem Teil, ist, das ganze Ding läuft mit einer CR2032, also mit einer Knopfzelle, wird häufig oder überwiegend schlafen gelegt, sodass man mit dieser Batterie ja ein gutes Jahr locker überbrücken kann, wenn man die entsprechenden Übertragungsraten vorher festlegt beziehungsweise so berechnet. Denn ich meine, wir wollen ja nicht alle Sekunden eine Temperaturänderung messen und übertragen. Das ist ein bisschen oversized, sondern es geht ja kontinuierlich darum, vielleicht über einen Tag Veränderungen festzustellen und dann zu übertragen. Und hier auch nochmal den Stromlaufplan. Auch hier ein Auszug aus dem Tiny. Und ich denke, wie ihr sehen könnt, da ist gar nicht viel drauf. Also man braucht da wirklich nicht viel. Das ist der Tiny-Blockkondensator hier, der RFM95, der dann hier nochmal angekoppelt ist, damit man den ein Stück weit selektieren kann. Und dann hat er eben eine Misomosi-Schnittstelle, die hierüber betrieben wird. Und das war es dann im Grunde. Und das hier ist einfach nur nochmal eine LED als Blinkindikator, dass man sieht, okay, der läuft oder der läuft nicht. Wie gesagt, das kann man sich sparen, kann man auch in der Software entsprechend auskommentieren. Und mehr ist da auf der Schaltung nicht wirklich notwendig. Hier sind nochmal die ganzen Bauteile aufgeführt. Und für euch vielleicht gerade mal dieser Tiny 84, den gibt es im Einzelpreis irgendwo bei 70 Cent. Ja, diese Platine, je nachdem in welcher Stückzahl, dass man die dann ja, beim Chinesen bestellt, liegt man irgendwo ja, bei 1 Euro oder bei 50 Cent. Und der Rest ist absolut okay. Noch nicht mal die Antenne braucht man unbedingt. Wir sind hier mit 868 MHz unterwegs. Und ja, ein Stück Draht tut es da auch recht gut. Und das Teil, das geht natürlich mit ein paar Euro rein, aber da liegen wir irgendwo bei 7 Euro, 6 Euro und dann ist die Sache eigentlich durch. Und das ist ein richtig interessantes Projekt, wie gesagt, um einfach zu sagen, okay, hiermit kann ich mal mit wenig Geld einsteigen, um mal LoRaWAN zu machen. Eine Alternative zu dem, und das war die Anregung, die Motivation für mich, an der Stelle weiterzumachen. Ich habe vor, ich glaube vor 2 Jahren oder war es sogar schon vor 3 auf der Pi and More mal was vorgestellt. Nannte sich Kannst runterkommen, ist nicht fertig, ein Knopf, mit dem man einfach über WLAN ja, zu Hause den Kindern Bescheid sagen kann, es ist nicht fertig. Und das wird dann entsprechend eingebunden. Eine erweiterte Schaltung dazu war dann, diesen Knopf umzubauen, eben mit LoRaWAN, hat damals noch ein ESP8266 gehabt, war entsprechend leistungshungrig und motiviert eben über dieses Projekt habe ich das Ding nochmal in die Hand genommen. Das ist jetzt die Platine von mir, die Rückseite. Meine Platinen, die haben immer hier so ein Teil, das habe ich irgendwann mal in der Schule an die Tafel gemalt und hat mir selbst so gut gefallen, habe ich abfotografiert und dann so gemacht, dass es immer bei jeder Platine drauf ist. Was man hier jetzt sieht, ist hier einmal ein Anschluss für so einen Read-Kontakt, hier die normale Schnittstelle, über die man dann verfügt, ähnlich wie bei dem Tiny LoRa, hier ein Anschluss für eine Antenne oder für einen kleinen UFL-Anschluss, beziehungsweise hier auch direkt ein Draht. Das ist natürlich die Rückseite, die Vorderseite sieht dann so aus. Hier kann man gut erkennen. Hier sitzt dann der Tiny. Hier sitzt das RFM-Modul. Hier wahlweise, je nachdem, was man zur Verfügung hat, einen entsprechenden Längsregler. Und ja, 3 Dioden, die dann nochmal zusammengefasst werden, je nachdem, was man machen will. Hier habe ich euch nochmal den Stromlaufplan dargestellt. Hier wahlweise entweder den einen oder anderen Längsregler, den man nutzen will. Das sind die 3 Ausgänge von diesem RFM-Modul. Die sind wired ord und werden dann auf einen Eingang von dem Tiny geführt. Und über die Software, über die Misomosi-Schnittstelle kann man dann die Register auslesen, weiß dann, von wem letztendlich der Interrupt gekommen ist. Das hat einfach den Vorteil, dass man besser mit den wenigen Pins auskommt, die man hier hat. Und das ist klar. Ist dann auch wieder die Programmierschnittstelle. Das hier ist ein Read-Kontakt, der dann auch nochmal hier auf den Eingang geführt wird.
um damit einfach auch einen Alarm zu detektieren. Und wenn man es braucht, je nachdem, was man für eine I2C, also I²C-Schnittstelle benutzt, hier nochmal zwei Pull-up-Widerstände, wenn die denn unbedingt sein müssen, je nachdem, was man da mitmachen will. Wie gesagt, hier nochmal zum Vergleich, ist nahezu identisch. Was hier ein wesentlicher Unterschied ist, sage ich mal, ist die Spannungsversorgung. Hier wird mit einer Knopfzelle gearbeitet, die CR2032. Hier habe ich drei kleine Knopfzellen und kommt dann hier auf 4,5 Volt. Das ist nicht wirklich gut für den RFM und daher muss das dann entsprechend runtergebrochen werden auf die 3,3 Volt. Und warum habe ich so ein komisches Gehäuse? Ich möchte euch nochmal die Platine zeigen. Warum habe ich das so umgebaut? Naja, mein Ziel war eigentlich, das dort einzubauen, wo es vielleicht schon was gibt. Hier rauscht es irgendwo. Peter, kannst du, okay. Das sind so ja, Fenster- und Türendetektoren, die man im Baumarkt in einem Dreierpack kaufen kann. Die haben hier so eine Platine drin und haben hier ja, einen kleinen Piepser, der da ordentlich dBs macht, also einen Alarm gibt. Und hier liegt auf der Seite so ein Read-Kontakt. Und damit kann man einfach, wenn man den scharf schaltet über einen Einschalter, der hier dargestellt ist, kann man dann einfach einen Alarm auslösen, Fenster auf oder Tür auf. Und spannend für mich war einfach, das ist ein fertiges Gehäuse, ja, hat ein Magnet dabei, den man hier auch festschrauben kann. Die Rückseite hat so einen selbstklebenden Streifen, kann man dann irgendwo an die, ja, an den Türrahmen oder an den Fensterrahmen kleben und die Sache ist relativ schnell durch. Hier sind die drei Batterien und von der Größe, vom Vergleich, hat es, ja, ich sag mal so, nahezu die doppelte Größe von dem Teil. Ist aber immer noch relativ klein und schnucklig. Wo ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen möchte, ist nochmal hier auf die Spannungsversorgung. Der Ateine, der kommt ja mit relativ wenig Leistung aus, also im Deep Sleep mit der ganzen Schaltung, die man da hat, liegt er irgendwo so bei 3 Mikroampere. Das ist schon eine interessante Situation, wenn man über eine längere Zeit mit einem Batteriebetrieb arbeiten will. Und ich habe es hier nochmal rausgezogen. Der rechte Baustein, den habe ich jetzt halt hier überwiegend verwendet. Das ist dieser HT7333A. Und der wird vom Datenblatt wird er angegeben mit einem Querstrom irgendwo von 3 Mikroampere. Und das hat sich dann bei mir auch bestätigt, als ich den dann im Deep Sleep mal ordentlich gemessen habe. Dann lag ich da irgendwo bei 6 Mikroampere. Und das ist eine vernünftige Größenordnung. Damit lässt sich auch über eine längere Zeit so einen Sensor im, ja, im Batteriebetrieb betreiben. Die drei Batterien, die sind ja hier in Serie geschaltet. Das heißt, wir haben dann hier 3 mal 1,5 sind 4,5 Volt. Und die haben ja 155 Milliampere. Und jetzt ist natürlich die Frage, das Ding ist natürlich nicht nur im Sleep-Mode, im Deep-Sleep-Mode, sondern ab und zu soll es auch mal was tun. Es soll einen Sensor messen und soll Daten übertragen. Was der Sensor verbraucht, das muss man dann immer laut Datenblatt mal recherchieren, was dort notwendigerweise verwendet wird. An der Stelle vielleicht gleich ein Tipp, wenn man da jetzt halt so ein Breakout-Board für so ein BME 280 oder andere verwendet, da sind häufig noch Pull-up-Widerstände vorhanden, die nicht unbedingt sein müssen oder vielleicht auch irgendwelche LEDs, die kann man dann herunterlöten und einiges an Strom einsparen, sodass man dann da auch über eine längere Laufzeit kommt. Ja, worüber wir ja reden, ist ja hier ein Stück weit ein Temperatur-Luftdruck-Luftfeuchtesensor mit einem Niederschlagsensor. Und der Niederschlagsensor, den ich hier gewählt habe, ist letztendlich ein Ersatzteil, das man überall kaufen kann, also bei AliExpress oder bei Foggy oder sonst wo. Das ist einfach so ein, ja, so ein Trichter, der eine genormte Größe hat. Und man sieht hier jetzt auf der Rückseite, da ist einfach so eine Wippe. Und auf der Seite hier sitzt auf so einer Platine ein Read-Kontakt. Wenn das Wasser von oben reinläuft oder runterläuft, dann ist irgendwann mal die eine Seite von dieser Wippe voll, dann kippt das Ding um, das Wasser läuft raus
und dann läuft das Wasser auf die andere Seite und dann kippt es auf die andere Seite. Und hier ist mal so ein Beispiel, das war für mich so ein Proof of Concept. Kann man den originalen LoRa Tiny da halbwegs vernünftig einbauen? Funktioniert er auch? Und ja, funktioniert, hat natürlich gewisse Nachteile. Ich meine, kann sich jeder vorstellen, wenn das Teil da in der Sonne steht, da hat man ordentlich Stauwärme. Ja, also die Temperatur, die hier gemessen wird, die ist nicht wirklich repräsentativ. Was ich gemacht habe, das sieht man jetzt hier auf diesem Bild nicht wirklich. Auf der Rückseite habe ich hier ein paar kleine Löcher reingebohrt, die ja so ein bisschen dafür sorgen sollen, dass die warme Luft abzieht. Man sollte da vielleicht richtig große Löcher reinmachen, damit es auch wirklich was bringt. Aber das sage ich mal, das müsste man mal empirisch untersuchen, inwieweit das an der Stelle Sinn macht. Alternative dazu gibt es solche Niederschlagsmesser. Die haben hier, man sieht es an dem Ausbruch, haben hier so ein Flachbandkabel und dann kann man in einem externen Gehäuse das natürlich auch wunderbar unterbringen und kann dann auch entsprechend mit diesem Teil ordentlich was messen. Gut, Rainer, wir sind schon fast am Ende. Ja gut, dann gib mir gerade noch eine Sekunde für die eine Folie, für die, die nicht mitgehen wollen. Also was man hier sieht, sind einfach mal hier die Übertragungen. Das ist einfach hier Fire and Forget. Und der ganze Zeitrahmen vom RFM95 zum Konfigurieren, bis er dann die Daten gesendet hat, da gehen gerade mal 65 Millisekunden drauf. Und wie das gewährleistet wird und so, das können wir uns dann gemeinsam, wer Interesse hat, nochmal im Breakout-Room angucken.